Dieser Moment der größten europäischen Krise seit Gründung der EU könnte zur Geburtsstunde eines neuen Europas werden, in dem die europäischen Nationalstaaten zu einer wirklichen politischen Einheit verschmelzen, weil die europäischen Bürger diese politische Einheit jenseits der Brüsseler Institutionen neu begründen. Oft gehen Bürgerkriege großen Einigungen voraus, so war es in Amerika 1865 oder in der Schweiz 1847. In Europa kann es friedlich bleiben, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, diesen Prozess zu gestalten, anstatt ihn zu leugnen oder zu erleiden. Europa kann Umbrüche friedlich gestalten. Das haben wir 1989 erlebt. Wenn wir die granulare Stunde Europas, in der wir uns befinden, den Moment der Fäulnis der europäischen Nationalstaaten also richtig deuten, und zwar als Übergang von einem Aggregatzustand in einen anderen, dann können uns die Rechtspopulisten eine Mammutaufgabe abnehmen, indem sie die Nationalstaaten, die zu einen sie vorgeben, de facto spalten und damit kaputt machen. Das würde es ermöglichen, die inzwischen von tatsächlicher Souveränität weitgehend entkernten Gehäuse der Nationalstaaten von der europäischen Landkarte zu entfernen. Gut so, denn sie müssen weg. Fast augenzwinkern möchte man anmerken, dass der europäische Rechtspopulismus, der eine Reaktion auf den hyperventilierenden Neoliberalismus und die Fehlkonstruktion des Euro ist, jetzt vielleicht der engelschen Prognose zur Wahrheit verhilft, der zufolge der Kapitalismus zum Absterben des Staates führt. Lassen wir also die Populisten ihre Abrissarbeit leisten. In einem demokratischen Europa, in dem die Bürger tatsächlich der Souverän des politischen Systems sind, haben Nationalstaaten keinen Platz. Europa ist ohne die entschiedene Ablehnung des Nationalstaats als vermeintlichem Inhaber von Souveränität gar nicht denkbar. Sich daran zu erinnern, ist das Gebot der Stunde. Anstatt also wie das Kaninchen vor der Schlange des Rechtspopulismus zu kauern, sollten die europäischen Bürger das Zepter in die Hand nehmen und sich die Zerschlagung der Nationen durch die Populisten zunutze machen. Sie sollten einen emanzipatorischen Prozess in die Wege leiten, der ein vereintes Europa auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit aller Bürger begründet und in dem Freiheit und Gleichheit in eine neue Beziehung zueinander gestellt werden. Aus der Neue Bürgerkrieg von Ulrike Gero.